Radfahren ist nicht nur beliebt bei Spitzensportlern, doch ich habe jetzt den Sven an meiner Seite, Tour de France-Teilnehmer und heute noch immer aktiv im Radsport. Ja, wir haben unseren Fahrradladen, wir haben eine Radsportagentur oder eine Sportagentur, wo wir auch viel um das Thema Radfahren machen. Und heute haben wir beim Radaktiv halt als Düsseldorfer Laden auch die Chance genutzt, um uns mit unserer Marke Labici hier zu präsentieren. Labici ist vor allem auch eins Kundenservice. Wir haben euren Laden vorhin mal besucht. Kommen Fahrräder denn an beim Kunden? Man hat das Gefühl, dass es im Moment einen riesen Boom gibt. Die Tour de France ist einfach in jeder Munde zu der Sommerzeit und im Moment haben wir so viel zu tun, weil alle Leute auf die Rennräder wollen. Wie wichtig ist denn das Thema Gesundheit? Also das Thema Gesundheit ist ganz sehr, sehr, sehr wichtig beim Thema Radsport, weil wir verletzen nicht die Knie. Viele Läufer kommen zu uns, die sagen, wir können nicht mehr Sport treiben, weil einfach die Knie kaputt sind, der Körper ist kaputt. Und die gehen dann gerne aufs Rad, weil es keinen Impact hat beim Fahren, solange man nicht stürzt. Und man kann sich einfach sehr gut fit halten und mit gesunder Ernährung auch super dann was für seinen Körper tun. Wir haben gerade gesehen, hier am Stand macht ihr große Werbung für ein Getränk Spiroli. Ja. Wie kommt denn ein Ex-Radprofi auf jetzt eine blaue Flasche? Da wir halt im Leistungssport immer mit dem Thema Ernährung ganz viel zu tun hatten, geben wir natürlich auch die Tipps an unsere Kunden weiter, wenn die große Events planen oder so, wie man sich ernähren will, was trinkt man, wie viel trinkt man, wo soll man Sachen weglassen. All so Sachen wird als Tipp weitergegeben und da hört das Thema Spiroli auch dazu. Herr Dr. Lehm, Sie sind Mitentwickler von Spiroli, dem Mehrwertgetränk. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Naja, ich meine, es ist ein ganz besonderes Getränk, weil es noch kein Mehrwertgetränk aus Algen gibt. Und die Algen sind, sage ich, sehr vitaminreich und nährstoffreich. Und da haben wir uns Gedanken drum gemacht, eine hohe Konzentration an Aminosäuren zu binden. Und das haben wir in Spiroli geschafft. Leistungssport, Breitensport oder halt ganz normal im Neben. Energizer-Drinks sind das Top-Thema. Ist Spiroli ein Energizer-Drink? Nein, es ist kein direktes Energiegetränk. Es ist ein Natural-Energize-Getränk. Es ist eigentlich ein Nahrungsergänzungsmittel. Leistungssport, Breitensport, Radfahren hat vor allem was mit Gesundheit zu tun. Warum passt denn Spiroli besonders in diesen Bereich? Naja, Getränke geht uns alle was an und dann Mehrwertgetränke noch besonders. Und diese Komposition Mehrwertgetränk Spiroli, Vitamin B12, eine extrem gute Kombination mit Aminosäuren, ist gerade so nachhaltig, dass man nach dem Sport sich damit erfrischen kann.